Let's play Ark. Wir pflücken Döner. Machst du da? Sammeln wir Ja. Beeren? Ja, immer wieder. Solange du da rumpimmelst, muss ja jemand machen, oder? Ja, das stimmt. So, wo Oh. kriegen wir jetzt Fleisch her? Haben wir, das Schwein ist weggeschwommen, ne? Und der. Dieses verdammte Schwein hat uns richtig im Nachen gehalten. Es regt mich immer noch auf, ey. Unsere letzten beiden Jagdversuche, das muss man kurz dazu sagen. Das Schwein ist weggeschwommen und der Weggeflogen, Vogel ja? ist mit dem Speer drin weggeflogen einfach. Die dumme Ich Sau, wette, das ey. war auch Absicht, ne? Der hat uns gebaitet. Ich habe ein bisschen Angst vor dem dunklen Wald hier. Was steht denn hier drin? Das ist leider nur eine Pflanze. Das Punkt. Oh nein, was ist das? Mich hat was gehauen. Mich hat irgendwas. Oh, Stinky-Winkies. Irgendwie die tot? Okay, ich hab den. Ich habe auch Oh, einen. die geben Chateau, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Stein? Stein, das haben wir Oui, mal da ganz mon hart. ami, Stein! Das haben wir ganz hart gefarmt. Aber wo liegen sie denn? Aber mit was muss man die prügeln? Dankeschön. Ja, mit dem Chateau-Prügler. Emil hat mir Pizza gebracht. Emil ist der beste Emil der Emil! Welt. Siehst du die irgendwo Warum liegen, die hat Leiche? Emil mich eigentlich nicht zu seinem Geburtstag eingeladen? Ich habe ihn Hm. eingeladen. Warst du doch, oder? Oder habe ich nur Olli bei der. Nö, ich war nicht da. Ich wäre gern gekommen, aber. Naja. Das war aber ich, Ah der ja, Olli hier ist noch eingeladen ein hat. Speer. Nimm mal einen Speer. Hol dir mal den Warte mal, Speer das. hier noch, der hier Ja, liegt. das. Warte mal, ich muss kurz hier. Hinter dir. Nein. Ich musste kurz Bitte erst Pupu. den Speer einsammeln. Ich musste kurz So. Pupu. Wo ist denn. Warte mal, hier muss irgendwo noch so ein Kiori Tori Pori rumliegen. Stoll brauchen wir später noch. Was tust du denn? Ach, ich musste gerade den Kompromiss eingehen. Entweder fertig Pizza essen oder den Gaumen behalten. Jetzt ist der Gaumen weg, aber ich habe fertig Pizza gegessen. Strong. Hat er da Salz drauf? Mega salzig. Also Oh. wenn Salz drin ist, dann hat das bestimmt Herr Braun zu verantworten. Ey. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gespielt haben, da kam Herr Braun und hat uns Pudding Oh ja, gebracht. der stimmt, der war tough, ey. Der war tough. Der Pudding war einfach so salzig, ey. Aber ich habe trotzdem runtergewürgt, weil es Pudding ist. Das war irgendwie Mousse au Chocolat oder so, ne? Ja, ich hab noch nie Mousse Schokolade irgendwie nicht gegessen. Ne? Egal wie salzig das ist. Herr Braun. Herr Braun! Gern mal auch Zucker mit Salz verwechselt. Danke. Für den guten Appetit. Was Herr Braun eigentlich? Zum Referendariat. Ah. Er wird tatsächlich so richtiger Lehrer. So, was. Warte mal. Oh, 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 oh. Ist das ein Raptor oder ist das ein. Mir ist kalt. Warte mal, mir ist kalt und ich habe Hunger. Das ist ein Spooky. Nee, das ist so ein Den können neuer wir. Eier. Das ist so ein Eierdieb. Den kriegen wir. Nee, ich bin total erschöpft. Das ist so ein neuer, das ist ein Eierdieb. So ein Ovi. Links ist ein. Oh, Vorsicht, links ist ein Raptor, oder? Oder ist es ein Spooky? Was habe ich denn? Mir ist. Ach, ich habe Durst, oder? Habe ich Durst? Ist das Durst? Ah ja, ich Bist habe du Durst. denn? Hast du mich jetzt allein auf den Typen zurennen lassen und bist abgehauen? Nein, nein, ich musste kurz was trinken. Oh, Ja, sorry. ja, ja, ja. Bist du denn? Hier, direkt neben dir. Hier links im Wald ist ein Spooky. Wollen wir den prügeln? Ein Spooky ist geil. Der betäubt die Gegner und so, ne? Auf den Spooky drauf prügeln. Wo ist er Oh denn? nein, Leiche 76 ist bei uns in der Nähe verreckt. Das tut mir leid. Was? Ein Zuschauer ist auf den Server gekommen, hat es fast bis zu uns hingeschafft und ist dann gestorben. Hier kommt ein Spooky. Hol den Prügel raus. Hast du einen Prügel? Ne, ein Prügler? Wollen wir den betäuben? Ja klar, einen Spooky brauchen wir. Ich Aber ich habe hab den noch. Prügel gegeben, du hast einen. Aber das Problem ist, ich habe noch keinen. Ich habe die Narkosemittel nicht dabei. So. Ein Prügel habe ich. Na, jetzt spuckt er. Warte mal, jetzt müssen wir ihn umbringen. Ja, gut. Also hätte er nicht gespuckt, gerne am Leben gelassen, aber. Jetzt, was Aber macht so noch mal, nicht. was macht Fleisch? Nee, Leder meine ich. Die. Axt? Nee, 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 nee. Ja, doch, Axt. Ich hab schon, danke. Kannst du das Bett schon machen? Gib mal.
Okay, das war ja erstmal schon mal. Könnte reichen. Kannst du bitte, bevor du mit Höchstgeschwindigkeit dich davon machst und mich in der Wildnis stehen lässt, bitte kurz einmal Bescheid sagen, ja? Ich drehe mich um, wär's schon wieder am Flitzen, ey, viele Franz. Flitze, Franz. Franz. Viele Flitz. Tiefkühlpizza ist ja immer lecker, ne? Packe in der Zeit noch wenig Holz. Nee, nee, schade, ne? Wie viel fehlt? Ah, war leider nur ein Spaß. Du hast kein Leder mehr, oder? Nein, warum? Nee, das Spiel will er mir auch immer mal wieder zeigen, wer der Chef ist. Ne? Also. Wie viel fehlt? Sag's einfach. 8. Wir haben 32, wir hatten 40 gebraucht. Ah, so. Ah! Ja, komm weiter. Ey, dieser komische. Ich komme immer noch nicht darüber hinweg, dass das Schwein einfach geflüchtet ist. Und zwar durchs Wasser, es ist uns weggeschwommen. Ne? Mit einer Geschwindigkeit, die ich bei einem Schwein einfach nicht für möglich gehalten hätte. Ja, genau, ins Wasser vor allen Dingen noch. Ne? Weißt du, bevor wir es kriegen, springt es lieber ins Wasser und wird von Piranhas gefressen. Aber Hauptsache, wir haben nichts davon. Dummes Schwein, ey. Ja, und wir können halt nicht hinterher. Und dem ist übrigens nichts passiert, ne? Das ist auf der anderen Seite angekommen. Frechheit, ey. Das ist einfach wirklich eine Frechheit. Was? Ja, dann müssen wir uns noch so einen Spooky packen, oder? Spooky spacken? Na komm her. Hier ist so ein Diplodocus. Nee, wie heißt er? So ein Para. Echt? Den könnte man zähmen. Ja. Das könnte unser erster. Ich sammle gerade mal ein bisschen Narcoberries hier. Oh. Ja. Kann ich wieder nicht sagen, aber ich habe die Prügel schon in der Hand, ey. Ob der schon irgendwas ahnt, ey? Ich lauer ihm auf mit dem Prügel in der Hand, ey. Hast du dich eventuell auch noch so, auch so fies geschminkt, irgendwie so clownsmäßig so? Leider nicht. Aber ich könnte die Brille aufsetzen. Nee, nein, die sind Idios. Das kannst du nicht machen. Ich habe auch Beeren. Der isst doch Beeren, ne? Ja. Und kackt große Haufen auf, falls ich die Info weiterbringt gerade. Ich habe gerade kurz vor Schreck auf unsere Kiste eingeschlagen. Sag mal, wie lange würdest du denn noch so brauchen? Ich komme jetzt. Soll ich dich schon mal in eine Richtung treiben? Nee. Warte mal, ich kümmere mich gerade noch um unser Essen. Aber der rennt wie ein Berserker, ne? Musst du aufpassen. Wir müssen auf jeden Fall von der Waldseite anfangen zu prügeln. Du weißt schon. Damit ich habe übrigens kein Prügel, ne? Du behauptest zwar, du hättest mir Prügel gegeben, du hast mir nie einen Prügel gegeben. Ich schwöre dir, du hast einen Prügel. Ich habe einen Speer, eine Spitzhacke und eine Axt. Ich habe keinen Prügel. Wo bist denn du? Oh, brauchst ja halt noch einen Prügel. Ja, da wo ich eben auch war. Am Puls der Zeit. Ja. Kommst du? Ob wir den schon gewämst kriegen, ey, da bin ich ja noch nicht sicher. Ja, hier, ich hab einen Prügel vor mich hingeschmissen. Der liegt quasi, also zwischen meinen Beinen ist jetzt ein Prügel gerade hier. Komm mal her. Jetzt hol ihn dir einfach und komm. Jetzt nimm ihn einfach, den Prügel. Jetzt nimm ihn hin. Jetzt nimm den Prügel hin. In die Hand. Nimm ihn einfach in die Hand. Komm, so. Okay. Wenn du nicht willst, dann nimm ihn zumindest in die Hand. Fertig. Ja, jemand im Chat schrieb gerade, das hat sich leicht falsch angehört und jemand anderes schrieb, wie ungefähr 83% aller Aussagen sind geschrieben. Und in dem Moment sagst du, nimm den Prügel, er liegt zwischen meinen Beinen. So, jetzt, dem geben wir jetzt den Parasaurus oder was? Das könnte unser erster. Oh. Ja, aber dann, wir müssen in Richtung Wasser treiben, weil, obwohl das schwimmt auch, ne? Eigentlich scheißegal. Aber da ist es wenigstens egal. Komm! Drauf! Okay, gib ihm! Die Sau, ey. Runter geht das Schiff. Prügelst du noch? Ja, ich prügel, wie ein Bekloppter. Weh, der schwimmt weg. Mann, was ist es denn mit denen und dem Schwimmen? Ey, das ist ein Skandal, wir müssen raus. Das war, oh.
Hallo Riker, schön. Es ist. Warte mal, der kommt da hinten wieder raus. Der kommt da hinten wieder raus. Wir fangen ihn ab. Das ist die Raptor-Familie, hast du schon vergessen. Ich hasse die Raptor-Familie. Damn you. Ich sitze es auch noch, ich bin im Haus. Ich sag's dir jetzt schon, ich bin im Haus. Sollen wir den Triceratops hier mal kurz prügeln? Also, schon zu viele Rückschläge wieder hier erlitten. Die dumme Warte Drecksau, mal. Was schwimmt der denn jetzt weg? Könntest du bitte nicht Richtung Raptor-Familie rennen? Die sind weg, die sind Flehe im Urlaub. Dich an. Oh, warte mal, hier ist ein Spooky. Verreist. Nee, oder? Hier ist so ein Eiersaurus. Oh. Eiersaurus. Hm. Der ist neu, der heißt Ovarosaurus oder so ähnlich. Wo ist die. Ey, wo ist denn jetzt hingeschwommen? Eine Schildi kriegen wir nie. Wir brauchen, weiß ohne nicht, Witz. Ich meine, die Erfahrung, die wir gemacht haben beim Schildi-Prügeln, da hatten wir, keine Ahnung, gerade mal. Seidenunterbuchsen an und mehr nicht. Jetzt haben wir schon richtig dick geprügelt. Damit haben wir aber auch hart drauf hingefarmt, ne? Also, Übrigens, Kinder. Aber gab's Regen immer schon? Nee, der sieht auch unglaublich gut aus, ne? Kinder im Chat, ihr wisst übrigens, sobald wir ein Tier fangen, Tierbenamsung, wenn Marcel jetzt nicht akute Erstwünsche hat, Tierbenamsung obliegt euch, ne? Also, Die können das übrigens, Marcel, die sind gut im Tierebenamsen. Guck mal, hier ist so ein. Ist das ein Spooky? Ja, es ist ein Spooky. Okay, warte mal, ich habe einen Spooky an der Hacke. Sollen wir den packen? Ja. Oh, er hat mich angespookied. Ich sehe nichts. Nee, ich hab dich, glaube ich, geprügelt. Nee, ich hab Spooky im Gesicht. Der ist Level 24, ne? Oh, ich hab dir kurz eingegeben. Oh Gott, ich bin ohnmächtig. Echt? Nein. So, ich laufe hinter Spooky her und gebe ihm. Ja, ich sehe das so. Spooky hat gekriegt. Noch einer! Doch, Der ist Level. Oh, danke schön! Kannst du mal Stimberries in mich reinmachen, eventuell? Ich suche gerade, ich habe keine Stimberries dabei, Mann. Ja, dann warten wir ein bisschen. Da hat eventuell jemand. So, dann lebst du doch wieder. So. Okay, ja, welchen packen wir uns? Der andere ist abgehauen. Wir können jetzt den hier. Okay, dann spack ich dem. Dann spack ich dem das rein. Spack ihn mal rein. Ach shit. Ah doch, ich hab rohes Fleisch. Geil. Alles am Start. Oh, guck mal. Oh, der ist schon halb getankt. Franz, das könnte unser erster werden. Lieber Chat, überlegt euch jetzt einen Namen für einen Spooky. Das hier so sieht der aus. Das ist ein ganz süßer. Oh, ich hab ihm auf den Kopf gehauen. So sieht der aus. Ist ein ganz süßer. Der kann hier so einen Kragen hochstellen. Und dann Leute anspucken. Was möchtet ihr dem für einen Namen? Oh, das ist der andere wieder! Siehst du ihn? Nein, wir müssen den anderen jetzt benennen. Nein, nein, nein. Ja, er hilft uns. Er hilft uns. Oh, ich hab den anderen gehauen. Egal. Wie pfeifst du ihn zurück? So, okay. Lass ihn. Stopp, Spooky. Pfui, Spooky, pfui. Ja, er hat ihn umgebracht, oder? Spooky nein, hat ihn. Nein. Hat Spooky. Warte mal, hat Spooky noch das Narkosemittel im Inventar? Ja, Spooky hat alles. Wir können den anderen jetzt auch noch packen. Ich hol uns den anderen. So, ich hab ihn auf Passive gestellt jetzt. Ja, Mann! Was ist? Okay, folgende Namen steht zur Auswahl. Ich habe ja gesagt, der Chat ist kreativ, ne? Nummer 1, Steven. Steven? Oh, ist schon mal echt nicht übel, ey. Mr. Spooky, Spuckschluck Bobby, Spuculus Rift, finde ich auch nicht schlecht, Commander Spuck, Spuckprügel, Lord Spuckus, Dr. Spuckschluck, Rotzmacke. Also ich bin übrigens, Marcel, wenn du nicht akut was dagegen hast, weil der Wizzy heute schon so viel gespendet hat. Da ist er, da ist der zweite. Ja. Du darfst also den zweiten Namen aussuchen. Steven muss es geben. Steven, genau, das hier ist Steven. Also Steven ist auf jeden Fall. Geil, wir haben unsere ersten Dinos. High five. So. Zu Feier des Tages kackst du erstmal auf den Boden, um dir zu zeigen, wer der Boss ist. Nice. Oh ja. Geil. Oh, guck mal, der ist ganz krank. Ja, der wird schon wieder. Der ist satt. Der hat Energie. Du.
verheilt man Level ganz schnell. 20 und Level. Die leveln jetzt ja auch, ne? Das ist total gut. Level 32, oh, warte mal, ja. Hier im Chat passiert auch was. Katze, nennt ihn Katze, sagt der Ritter des Herbstes. Nee, ich sehe euch jetzt. Ich hier. Nett wie aus Jurassic Park. Ja, sorry, ich weiß nicht, warum meine Kamera das so überlichtet. Es tut mir leid. Ich bin viel zu hell. Ja, deine Glatze reflektiert richtig zurück, ey. Vielleicht sollst du sie mal schminken. Sigmund Spuck finde ich auch nicht. Ach, Black Pixel ist auch hier. Guck mal, jetzt kommen sie alle aus ihren Löchern. Also du kannst ja jetzt aus dem Chat was aussuchen, Marcel. Guck mal, da hinten flitzt wer. Was ist das denn für ein Flitzer? Wer flitzt? Alter, guck mal, wieder einer flitzt. Das ist ein Typ? Nee, mega der Flitzer. Warte mal, den gucke ich mal kurz an. Ich sehe nur dich. Was ist das für einer? Ein Oviraptor. Ich glaube, ich nehme das von Vlagun, Manderspuck. Kannst du mal kurz hierher kommen? Ich hätte hier einfach mal einen Oviraptor. Wie, du hättest einen? Ja, den habe ich hier gerade mal. Kannst du mal das Fleisch schnell mitbringen? Aus einem der. In einem unserer Spookies. Ja, warte, ich muss erstmal irgendwie. Diese Whistle. Spukosaurus ist auch nicht schlecht. Einer unserer Raptoren hat Fleisch im Inventar. Das brauche ich dringend, weil ich habe den. Einer hat auf jeden Fall hier hin gekackt, auch auf jeden Fall schon. Ich habe hier ist gerade so ein Johnny lang gelaufen und ich habe den einfach, der hat sich in die Ecke gebackt und ich habe ihn einfach niedergeschlagen. Das ist doch alles Bait to Win hier, ja. Das ist. Oh, Oviraptoren brauchen Eier. Oh, ja, Eier habe ich nicht. Also, hast du? Okay, der isst offensichtlich kein Fleisch. Richtig, kann ich denn das Force feeden? Okay, der Oviraptor, okay, der braucht Eier. Dann nehmen wir ihm das wieder aus dem Inventar. Tut mir leid für ihn. Dann machen wir aus ihm Leder. Mit der Pickaxe hast du Leder gemacht, ne? Ja. Nein, 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 nein. Mit der Axt. Ja. Und das Spucko ist auch nicht schlecht. Aber dieses Betäubungsmittel ist super, ne? Wir haben davon quasi nichts verbraucht. Alter, wie viel Leder ist denn in so einem Vieh drin? Ich glaube, so ein Oviraptor ist ganz schön mächtig. Glück gehabt. So, Steven ist meiner, ne? Steven kann mit mir mitkommen, ey. Das Leben ist kein Dino-Hof, da habt ihr völlig recht. Steven! Na, Steven? Wie ging nochmal Whistlen? Ja, beleg dir das mal. So, All Follow zum Beispiel. Muss ich kurz gucken. Wo sind die denn? G-Pad-Steuerung? Nee, wo sind denn die? Ach, da. Alle neutral. Was ist das denn für Sachen hier? Spielsauswahl. Oh. Mist. So, wir brauchen noch. Ah, hier, damit kann man das machen. Oh, ich kann eine Emotion abspielen. Ich kann jubeln. Yay. Ich würde auf jeden Fall all. Genau. Du brauchst auf jeden Fall you all follow stop. Und all follow. All passive, ganz wichtig, falls wir was tamen. Ja, dann belege ich das mal kurz. Alle passiv ist 1. Alle neutral ist 2. Was? Nein. Die hast du doch schon belegt, alle. 1 bis irgendwas. Nee, nicht die, also auf dem Numpad.
Und. Ah, Befehl folge mir ist ET. Habe ich jetzt auf F gemacht. Hey Steven? Komm. Nee, Steven will mir nicht folgen. Steven ist meiner. Mal Spuck. Ja, Steven ist jetzt. Steven hängt jetzt an mir dran. Welches Geschlecht haben die beiden eigentlich? Warte mal, Steven. Steven ist Männchen. Und Commander Spuck? Auch. Sehr gut. Ja, gut, wir sind Kinder erstmal. werden es vielleicht nicht geben. Mich macht dieses Türkis ganz wuschig. Welches Türkis? Wir können jetzt ein Bett bauen. Alter, wir sind losgezogen um. Wow, guck mal, Parasaurus! Oh. Para? Level 1 ist der. Pfeif mal alle passiv, bitte. Gucken. Die zähmt man nicht mit Gewalt und nicht mit Fleisch. Ach so, der Eierdieb, ach so, dem muss man Sachen geben. Ah, okay. Was meinst du, Ritter des Herbstes? Ah, der YouTube-Chat wird nicht angesprochen, es tut mir leid. Ach, der hat das nicht gespeichert. All follow is T, you follow, dann all passive is G. So, ich habe jetzt alle passiv gemacht, glaube ich. Den könnten wir halt auch zähmen hier und dann könnten wir dem, der könnte schon unser erstes Reittier werden. Würstchenparty, also bitte. Er ist halt nur Level 1, der Dumbo hier. Jetzt kommt er wieder zu dir zurück. Ich hab ihn genug genervt. Helmholm, bist du am Start? Ja, machen wir, betäuben wir den. Ja, genau. Sind wir Alles soweit? klar? Ja, Ja. go. Alter, die. Ach, Oh! der ist zu schnell, Mann. Aber die. Wieso sind denn die. Achso, die Spookies kommen mit, die sind nur passiv. Wir Oh brauchen die ja. Schleuder. Er ist einfach zu Ah! schnell. Sau, ey. Vielleicht ist er deswegen Reittier. Warte mal, nee, warte mal. Hier ist jetzt eine. Hier ist eine. Hier kann er nicht weiter. Hier können wir den in die Ecke drängen. Er kann hier nicht weg. Komm. Hahaha. Ja, so, Häschen. Häschen in der Grube. Oh nein, jetzt ist mein Knüppel tot. Und ich bin ganz ohnmächtig. Bist du hier? Komme, ich komme, ich komme. Bist ohnmächtig. Hab ihn. Ich habe Nice. ihn tot geboxt. Tot? Narkosemittel und. Nein. Azulbeere, Tintobeere, Amabeere. Und ein Mecho mögen die am liebsten, ne? Keine Ahnung. Ja, der wird jetzt Aber ich gezähmt. glaube. Der YouTube-Chat ist der viel dövere Chat. Ach, Quatsch. So ein Ding mit langem Hals wäre auch ein cooles Haustier. Leine dran und spazieren gehen. Ein Brontosaurus. Ich weiß noch, als wir unseren ersten Bronto gezähmt haben, ey, das war. Effektivität 99,9%, ey. Habe ich nicht schlecht gemacht, oder? Der wird richtig high procken, Also man muss bei diesem Spiel dazu sagen, später, wenn man das Spiel ein bisschen länger spielt, muss man darauf achten, dass die ein möglichst hohes Level haben. Dieser hat Level 1, das ist nicht so hoch. Und wenn man dann auf diese Effektivität achtet, das passiert dadurch, dass die nicht verletzt werden während des Zähmvorgangs. Deswegen muss man die halt beschützen. Und wenn man sich überlegt, man zähmt ein Mammut 20 Stunden lang, dann darf man. Ach, wie schön ist. Guck mal, wir haben Spookies. Ja, geil, ey. Die sind echt nicht schlecht. Oh, ah, Namenvorschläge, genau. Dr. Langschädel. Okay. Nee. Dr. Langschädel ist ein Das ist Vorschlag, zu was? einfach. Okay, ja, dann weitere Vorschläge, meine Damen und Herren. Oh, die Bewusstlosigkeit lässt nach, aber. Ach, man muss denen das Narkosemittel auch force-feeden. Haben wir das mit den Beeren gemacht? Nicht Beeren, nur Narkosemittel, ne? Nicht die Ja, Beeren. genau, Was ja. Essen Force-Feeden, glaube ich, verringert die Effizienz oder Die Effektivität YouTube-Folge irgendwie. endet, okay. Dann, ja, gucken wir mal, ob wir den kriegen und in der nächsten Folge schauen wir uns das an, okay? Bis gleich. Ja?